Liebe Leute, wir haben jetzt momentan 4 Finalisten, respektive 2 Finalisten und 2 Finalistinnen. Ab jetzt fallen Leute raus, die hier nicht die höchsten 4 Noten dann innehaben und jetzt entsprechend auch liegt es an euch, die Jury beeinflussen zu wollen, dann mit dem Abgangsapplaus. Vorerst allerdings möchten wir... Entschuldigung. Möchten wir einen Aufgangsapplaus hören für einen großartigen Mann. Er kommt aus Bern und er ist jetzt schon seit mehreren Jahren auf Schweizer Slammbühnen unterwegs. Ja. Wir bitten um einen großen Applaus für den wunderbaren Alain Wafelmann. Salut zusammen. Also ich schreibe Gedicht. Einfach nur so. Im Fall, dass ihr nicht nachher kommt, wo ich um Pause mache. Immer wieder. Alkohol 1. In Anlehnung an Gertrude Stein. Ein Tag ohne Alkohol ist ein Tag ohne Alkohol. Gut, merci. Wenn ich jetzt wieder ab der Bühne gehe, bin ich vielleicht im Finale. Gut, Alkohol 2. In Anlehnung an Fernando Pessoa. Es ist traurig, er ist an einer Leberzirrhose gestorben, sehr jung. Was würde ich tun ohne Alkohol? Ich würde mich ersäufen. So viel zu diesem Thema, ich bin auch nicht süchtig. Und wenn ich in Zürich bin, was ich selten bin, kommt mir immer etwas in den Sinn. Zürich 2. Beleidigungen sind vielleicht ein guter Einstieg in ein Gespräch. Zürich möchte doch so gerne Großstadt sein. Heaven, let it rain, brain. Ich weiß schon, jetzt geht natürlich Not, das kann, aber mein Ziel ist ja, Lyrik am Mann zu bringen oder an die Frau. Und darum ist es mir gleich, ob ich im Finale bin. Und lügen tue ich auch. Ihr fragt mich vielleicht, was ein Poet so macht den ganzen Tag, am Montag, wenn die anderen arbeiten, dann tönt es so. Poetendasein. Hier zu sitzen, morgens, wenn der erste Wochenarbeitstag gähnend trübe zu drehen beginnt. Espresso trinken, Shakespeare lesen, abwarten bis vorüber. Jetzt vielleicht ein kleiner Insider für solche, die Bern kennen. Es gibt eine Spoken-Word-Gruppe, Bern ist überall, heissen die. Die waren früher super. Bern ist überall. Drinnen, draussen, schilfähnliche Windbewegungen. Drinnen, draussen, Lauten, Silben, draussen. Eine schöne Frau ist eben nicht überall. Gut, mit den Sickerpoeten hat Zürich nicht so, das merken jetzt. Aber es macht nichts, ich bin auch einer, der gerne im ÖV... oh nein, das ist nicht gut, das ist das Falsche. Also ich mache das nicht extra, ich bin immer so. Im ÖV reist, ich habe ein GA, ist gesponsert. Und ich brauche im nächsten Juni wieder eins. Und ich bin draussen am Rocken. Meine Höflichkeit ist ausgeblutet in den Zügen, in den Trams, in den Bussen. Lehn ich mich an deinen Busen, egal wie fremd du gerade bist. Ja, jetzt wird es anspruchsvoll, ich weiß. Aber Was ich noch mache, und nachher ist wirklich, seid ihr schon erlöst wieder von Lyrik, ist, ich lese einfach nur die erste Seite von einem dadaistischen Gedicht. Das mache ich, weil nächstes Jahr seid ihr der Mittelpunkt vom 100-jährigen Jubiläum vom Dadaismus im Gabriel Voltaire. Feiern sie das. Und der Titel von diesem Gedicht ist «Onomatopoetisch gefärbtes, quietschrotes, quasi-dadaistisches Gedicht 01100001010001010001010001». Für die, die mit dem Binärcode nicht mehr so vertraut sind, habe ich es in Hexadezimal umgewandelt. 3031. Aber das ist noch nicht das Gedicht, das ist am Anfang der Titel. Aber wir wissen, ihr wollt ja auch heimgehen und sagen, ich war in der Roten Fabrik und es war doch auch noch etwas Anspruchsvolles, ein Lyriker. Blau. Schwarz. Ja. Blumen, mehr Blumen, mehr Blumen, Blumenmeer. Rötlich im Oktober Frühlings ertrinken. Bluten, Gluck im Meer, Gluck, Gluck. Pumpen, Leichen, bläulich grau. Brummen, Fliegen, Bienchen, Billard. Snooker, schwerer Assasstiefel. Felle. Hellgrau, braun, rot, weiß, schwarz, Kracks und Ächts, gelbe Sterne, schwimmen, keine Fälle, keine Meere, Sonnenbrand und Meere, tadellose Leichen, Stöhnen, Schreie, violette Leichen, schwimmen oben in der Brutzelsonne Meer. Himmelgrün und Recken, Verrecken, verreckt Gerechtigkeit im Meer des Luxus, Dekadenz. Es ging noch zwei Seiten weiter, aber ich glaube, sie können wir jetzt holen. Merci vielmals und Final nicht vergessen. Wir haben aus Bern, Alain Wafelmann. Ja, harte Kost. Lyrik. Doch super. Manchmal spürig Lyrik, heißt doch Michael Eberlings Lyrik-Reihe. Manchmal spürig Lyrik? Manchmal spürig Lyrik. Mhm. Right. Ja, manchmal, man spürt es oder man spürt es nicht. Wir gucken, ob es die Jury gespürt hat. Wir in möchten 5, die Noten sehen in 4, in 3, in 2, in 1, in jetzt. Okay. Ich sehe hier ganz links vorne eine 7,0. Ich sehe eine 8,0. Kannst du das mitziehen? Ja, wunderbar. Ich sehe eine 6,9. Das ist so gerade keine 7. Korrigierst du nach? Das geht nicht. Eine was? Ah, eine 7,0. Und hier eine 6,0. Und das macht summa summarum 20,9 Punkte. Und euren Applaus für den Dichter. Nicht für die Note. Alain Wafelmann war das. So. Wir kommen zu einem Mann, der...